Beckhoff ermöglicht die Realisierung kompakter Antriebslösungen durch die direkte Integration von Motoren in das I/O-System. Die Bandbreite der integrierbaren Motoren reicht von Servomotoren über Schrittmotoren bis zu AC- und DC-Motoren. Die Motion-Funktionen stehen für die IP20 I/O-Systeme, EtherCAT-Klemmen und Busklemmen sowie für die EtherCAT-Box in Schutzart IP67 zur Verfügung. Einen vollständigen Servoverstärker für Servomotoren bis 276 Watt integriert die Servoklemme EL72X1 im kompakten EtherCAT-Klemmengehäuse. Die EL72X1 eignet sich für hochdynamische Positionieraufgaben und verfügt über ein integriertes Resolver-Interface. Als Motoren kommen bei der EL72X1 die Baureihen AM8100 oder AM3100 zum Einsatz. Sie kombinieren hohe Leistungseigenschaften bei minimalem Wartungsaufwand. In der Ausführung EL72X1 0010 unterstützt die Servoklemme die One Cable Technology der AM8000-Serie. Das absolute Feedback-System ist hierbei in die Motorleitung integriert. Die Servoklemme eignet sich zum Beispiel für die Ansteuerung von hochdynamischen Zustellachsen und ermöglicht damit kompaktere Servolösungen bei Werkzeug- oder Verpackungsmaschinen. Durch die Einbindung eines vollständigen Servoverstärkers in das EtherCAT I/O-System werden der Verdrahtungs- und Inbetriebnahmeaufwand erheblich vereinfacht, sowie der Platzbedarf und die Kosten reduziert. Neben Servomotoren können auch Schrittmotoren in die verschiedenen I/O-Systeme integriert werden. Die Schrittmotor-EtherCAT-Klemmen stehen in mehreren Ausführungen zur Verfügung und unterstützen Schrittmotoren mit Nennspannungen von 8 Volt bis 50 Volt DC und Ausgangsströmen bis 5 Ampere. Für den direkten Einsatz an der Maschine bietet die EtherCAT-Box in IP67 eine leistungsfähige Schrittmotorlösung. Ein Anwendungsbeispiel für die Schrittmotorklemme EL7047 mit feldorientierter Regelung ist die Fördertechnik. Mithilfe der feldorientierten Regelung wird der Energiebedarf und die Wärmeentwicklung des Schrittmotors nachhaltig reduziert. Bei Applikationen, in denen das Busklemmensystem verwendet wird, können Ansteuerungen für Schrittmotoren bis 50 Volt DC und 5 Ampere in das I/O-System integriert werden. Schrittmotorbusklemmen eignen sich zum Beispiel für Zustellachsen mit geringer Dynamik oder Anwendungen, bei denen es auf das Haltemoment in Ruhelage ankommt. AC- und DC-Motoren können ebenfalls in das EtherCAT-Klemmen- und Busklemmensystem sowie in das IP67-System integriert werden.
Das EtherCAT-Klemmenprogramm bietet die Möglichkeit, DC-Motoren mit Nennspannungen bis 24 Volt und 50 Volt DC sowie Ausgangsströmen bis 3,5 Ampere in das I/O-System einzubinden. Auch die EtherCAT-Box unterstützt DC-Motoren in dieser Leistungsklasse. Im Bereich der Busklemmen können DC-Motoren bis 50 Volt und 2x5 Ampere sowie Wechselstrommotoren mit 230 Volt und 200 Volt Ampere angeschlossen werden. Die DC- und AC-Motorklemmen zeichnen sich durch eine einfache Steuerung von Drehzahl und Drehmoment aus. Es wird kein zusätzlicher Sensor benötigt. In Kombination mit der DC-Motorbusklemme KL2284 können DC-Motoren zum Beispiel für eine Rollladensteuerung eingesetzt werden. Im Bereich der Schaltschrankbelüftung können Ventilatoren direkt an DC-Motorklemmen angeschlossen werden. Die Programmierung, Konfigurierung und Inbetriebnahme aller Motion-Klemmen erfolgt mit der Automatisierungssoftware TwinCAT. Es steht eine Vielzahl von vorgefertigten Funktionsbausteinen zur Verfügung. Mit einem fein skalierten Angebot von Motion-Klemmen und Modulen bietet Beckhoff integrierte Antriebslösungen in besonders schlanker Bauform. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Beckhoff-Website.